Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Weihnachtszeit ist leider schon zur Hälfte vorbei. Geschenke wurden ausgeteilt und wir laufen langsam in Richtung Silvester und Richtung neues Jahr. Und viele von euch haben bestimmt Parfüms zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich habe auf jeden Fall eins geschenkt bekommen und ich denke, da bin ich nicht allein. Es ist ein sehr beliebtes Geschenk und da habe ich mir überlegt, was würde besser passen als eine Art Anleitung, wie man Parfüms am besten benutzt, beziehungsweise wie ihre Haltbarkeit verlängert wird und was man alles beachten muss. Falls euch dieses Thema rund ums Wie trage ich Parfüm richtig auf interessiert, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt und im Anschluss kommen meine kleinen Tipps für euch. Der erste Tipp, den ich euch geben kann, bezieht sich auf die Aufbewahrung von Parfüm. Ich weiß, jedes Mädchen, und ich gehöre leider dazu, mag es unglaublich gerne, die mittlerweile immer aufregender gestaltenden Parfümfläschchen auf ihrer Kommode bzw. in einer Vitrine oder auf einer kleinen Ablage aufzustellen, weil sie immer hübsch aussehen und alles ist wunderbar. Aber das ist ein ganz großer Fehler leider, denn in Parfüm sind natürlich Öle enthalten, Duftöle. Indem sie der Sonne oder dem direkten Licht ausgesetzt werden, verändert sich der Geruch dieses Parfüms. Viele kennen es, Parfüme fangen oder Duftöle fangen auf einmal an, sich gelblich zu verfärben und riechen auf einmal anders. Das liegt alles an der direkten Sonnen- oder Lichteinstrahlung. Der nächste Punkt dreht sich einmal um den Auftrag. Es ist immer schön, auf einen gereinigten Körper neue Düfte aufzutragen und nicht auf irgendwelche alten Düfte nochmal Düfte raufzutun, damit sich alles irgendwie vermixt. Es gibt Stellen, wo vermehrt Düfte aufgetragen werden sollten und das sind die Stellen, wo Venen bzw. Adern durchlaufen. Und jetzt denkt ihr euch, was für Stellen, wie soll ich die finden? Das sind aber ganz einfach gesagt die Stellen, wo ihr auch einen Puls fühlen könnt, sprich, die Bereiche, wo das Blut eben durchgepumpt wird, sind die wärmsten Bereiche unseres Körpers, weil sie da eben mit Blut versorgt werden und dementsprechend warm sind. Parfüme werden von Wärme bzw. Wärmeren Stellen des Körpers eben aufgewärmt und verbreiten einen stärkeren Duft. Von daher könnt ihr gucken, wo an eurem Körper überall der Puls aufzufinden ist, und das sind eigentlich ganz einfache Bereiche. Das ist einmal hier an den Handgelenken, dann einmal hier und dann haben wir noch Bereiche an dem Hals, wo man den Puls am meisten misst, hinter den Ohren. Das sind so die Bereiche, wo man eben, wo der Körper eben am wärmsten ist, oder zum Beispiel hier in den Beugen, dass man da eben Parfüm aufsprüht. Ganz wichtig, und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, das Parfüm bzw. den Duft nicht verreiben. Dadurch gehen die Moleküle eben, diese Duftmoleküle werden dadurch zerstört und es ist nicht gut, wenn ihr anfangt, zum Beispiel der ganz typische Fehler, wenn man Parfüm hier an den Handgelenken aufträgt, ihn dann ordentlich zu verreiben. Ganz, ganz falsch, macht es bitte nicht. Versucht dann einfach zu tupfen oder einfach auf beide Handgelenke ein bisschen was aufzusprühen und zu warten, bis es ein bisschen eingezogen ist und ein bisschen verflogen ist. Nicht reiben, ganz großer Fehler, versucht das zu vermeiden. Der nächste Punkt betrifft das Auftragen auf Kleidung. Es wird normalerweise davon abgeraten, Parfüme auf Kleidung aufzutragen und das hat auch einen ganz wichtigen Grund. Wenn ihr zum Beispiel ein Parfüm irgendwo auftragt, dann bilden sich Flecken. Das ist ganz klar, im Parfüm sind diese Duftöle enthalten, die eben Kleidung verfärben können. Von daher, wenn ihr es schon nicht lassen könnt, versucht einfach an der Kleidung eine Stelle zu finden, die entweder innenliegend ist oder eine innenliegende Tasche oder irgendwo da, wo man eben primär diese Flecken nicht sehen könnte. Was ihr noch unbedingt beachten müsst, ist, dass die Kleidung aus einer reinen Stoff besteht, sprich entweder Wolle oder Baumwolle und nicht aus synthetischen Stoffen. Denn da wird sich auf jeden Fall der Duft bzw. einfach der Geruch des Parfüms verfälschen, weil das bei synthetischen Stoffen eben dann mitmischt, und versucht das auf jeden Fall zu vermeiden. Generell zum Parfüm ist zu sagen, dass ihr morgens vielleicht verstärkt darauf achten solltet, eher Eau de Toilette oder so Body Mist Sprays aufzutragen, damit es einen etwas leichteren, etwas
dezenteren Geruch hat und dass man dann abends eher die stärkeren Parfüme auflegt, weil es einfach angenehmer ist, morgens eher diesen frischen Duft zu haben und abends dann zum Ausgehen oder wenn man verabredet ist, dann eher einen etwas sinnlichen, stärkeren Duft zu haben. Falls ihr aber ein Parfüm habt, was ihr unglaublich liebt, dann versucht doch morgens einfach in eure Bodylotion ein paar Tropfen reinzumachen, um es auf eurem Körper zu verteilen. Das heißt, ihr habt einfach einen rundum dezenten Duft nach dem Parfüm, anstatt wirklich diesen starken Duft, der morgens einfach nicht so gut passt. Ein weiterer Punkt ist es, das stark riechende Deo vom Parfüm einfach wegzuhalten. Sprich, wenn ihr ein Deo habt, was sehr süß riecht, sehr fruchtig riecht, dann versucht es einfach mit dem Parfüm sein zu lassen. Also diese beiden Düfte gegeneinander anstinken zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist einfach ein großer Fehler. Wenn ihr aber ein sehr dezentes Deo habt, was einfach nur als Antitranspirant wirkt, weniger als Duft an sich, dann könnt ihr das mit dem Parfüm natürlich unbeschwert auflegen. Dann stören sich diese beiden Komponenten einfach nicht und es ist sehr viel angenehmer. Nicht nur für euch, sondern auch für die anderen, die das riechen müssen. Und um schon bei dem Riechen müssen Punkt zu bleiben, versucht einfach alles in Maße aufzutragen. Es ist sehr viel interessanter, wenn die Person wirklich von nahem angenehm duftet und man einfach einen dezenten Geruch von der Person wahrnimmt, der eben entweder frisch, blumig oder was auch immer riecht, als wenn man einen Raum mit seinem Duft definiert. Man muss einfach nicht als größte Duftbombe aus dem Raum hervorgehen. Das ist ein ganz großer Fehler, einfach zu viel aufzulegen, damit jeder merkt, wie gut man riecht. Ab und zu passiert es einfach, dass man ein bisschen übertreibt, aber versucht einfach darauf zu achten, alles sehr dezent aufzutragen. Und Leute, die in direktem Kontakt mit euch sind, die werden es auf jeden Fall wahrnehmen. Und das ist einfach ein sehr viel schmeichelnderer Duft, als den ganzen Raum damit vollzustinken, dass man weiß, ah, die Person war wieder hier. Also ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Schreibt mir in die Kommentare auf, welches eure momentanen Lieblingsparfüms sind oder ob ihr vielleicht auch einen Duft zu Weihnachten geschenkt bekommen habt. Das war ja der kleine Anreiz für mein Video hier. Ich hoffe, ihr habt noch wundervolle Festtage mit eurer Familie. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Ciao!